Die sehen aber ein bisschen aus, als ob sie eine Tanzpose eingenommen haben und jetzt nur noch auf ihren Einsatz warten. Die so, weißt du, Michael Jackson-mäßig? Genau. Ach du Scheiße, was ist das? You are here? Room 221 hier? Alter, das hat ja auch mal also, schön Wolf gelaufen hier vor uns, ey. Wundervoll. Ganz schau. Ganz schau. Ich weiß nur nicht, ob du rennst oder ob du lieber schleichen solltest. Oh Gott. Okay. Ey, nein, muss ich mich jetzt den kompletten Weg durch die Hirnis hier bahnen? Sind die überall? Weiß ich nicht. Also du musstest erstmal aus dem Fahrstuhl nach links und erstmal eine ganze Weile geradeaus. So, du bist jetzt Tom-Tom. Ja, jetzt hier rechts, genau. Tom-Tom sagt rechts. Ja, ich muss hier erstmal an Fummelfred vorbei. So, und ich habe das ganz blöde Gefühl, dass jetzt gleich wieder die alle hinter mir hersehen werden. Also, du weißt, wie ich laufen muss, Benny? Bin die jetzt? Na, ich wollte eigentlich ganz in Ruhe die Dinge erzählen, wie viele Abzweigungen du insgesamt hast. Aber gut, probier. Warte mal, wir müssen als nächstes nach rechts. Okay. 1, 2. Was ist. Da vorne kommt was, Benny! Die kommen da vorne! Nein! Fuck you, Dwayne! Warum denn? Alter. Was habt ihr denn getan, Mann? Wo bist du jetzt lang gelaufen? Alter, von vorne kamen welche. Scheiße, die sind auf mich zugelaufen. Da lang. So, wie geht er hier zurück? Ha! Oh, Hallo? Hallo? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Doctor's Office, okay. Na. Bist du jetzt hier? Room 2211? Nee, du brauchst 221. Oh. Ja, die Tür geht auf! Oh. Nee, da ist jemand drin! Da vorne! Da! Ja! Guck mal, da kommt ich doch gar nicht. Nein, nein! Links, rechts, geradeaus! Lass da! Nicht! Ja. Ja, aber den Weg, den du gelaufen bist, war doch gut. Weil da ist sie ja. So, jetzt ist sie gleich geil auf dich. Und dann einfach rein, Tür zu. Nö. Einfach. Oder rein und durchrennen. Wenn sie durchkommt. Ja, kommt sie. Sehr gut. Und jetzt einmal außen rum. Perfekt. Oh, bitte. Ja! Ja! Nice! Okay, waren wir hier nicht drin? Keine Ahnung. Sind wir hier? Nee. Waren wir hier nicht? Nee, na, die Tür hat sich nicht. Nee. Eigentlich waren wir. Ja, wir sind jetzt hier drin. Und nun? Wir können hier nichts. Können wir hier was machen? Das klemmt. Das klemmt. Leg mal wieder hin, Arbeit. Warum ist auf dem Fernseher der Raum abgebildet? Also, wo wir gerade reingerannt sind. Room 221. Na, schauen wir noch mal. Was haben wir denn hier? Können wir mit den Lampen interagieren? Nein, das können wir nicht. Können wir hier mal die ominöse Head-Hand-Unit anmachen? Auch nicht. Was soll uns hinlegen? Was? Irgendwas an der Wand wieder? Das war irgendein Durchbruch? Obwohl, wir haben ja kein Werkzeug. Also, nicht, Alter. Im Spiegel? Oh, Wasserhahn aufdrehen oder zudrehen? Du sitzt da los. Oh! Okay. Aber da war der. Was war denn auf dem Fernseher gerade zu sehen? Ja, klar. Okay. Ne, ist halt. Oh nein. Was? Ich glaube, das benutzen die mal als Ladesequenz, ne? Wenn es halt länger schwarz ist. Ja. Oh nein. Nein, wir werden immer. Hast du schon wieder nicht die Maus gedreht? Doch schon, aber. Oh nein. Oh nein.
guck mal, du hast wieder dein Inventory. Ja, Taschenlampe wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Scheiße. Wo sind wir, im Keller? Ja, na, wir starten ja immer aus dem Keller. Meinst du, wir müssen der Wurst da folgen? Naja, wie immer. Wir müssen auch immer der Nabelschnur nur folgen. Oh, krass. Krass. Okay, ja, auch alles andere ist ja auch... Hallo? Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ach, jetzt muss man wieder Augen wegdrücken hier. Vermeidet es im Dunkeln. Ja, ich möchte nicht im Dunkeln stehen. Okay, wir müssen wieder Augen quetschen. Benni. Ja. Augen quetschen. Hey, hey, hey. Da, nehmen wir das. Hallo, Auge. Das wäre jetzt hart, wenn du das drücken könntest. Ja, das wäre recht eklig so. Aber scheiße, gleich wird der Typ getriggert. Er dreht mal ganz schön ab hier gerade wieder. Hab ich eigentlich? Nee, Tabletten habe ich nicht. Schade. Nope. Kein Auge. There is no eyes. Und hier auch nicht. Und da hier ist so ein Schnodderklumpen. Soll ich hier hoch oder was? Ja, geh doch mal gucken. Nochmal oben. Ob wir da noch was haben. Guck mal, jetzt ist nämlich auch der Badezimmeröfen. Ja, auf Freude. Ja, guck mal, hast du doch deinen. Das Schlimme an der Sache ist, ich weiß ja nicht, wo was passiert jetzt hier überhaupt. Wo sollen wir überhaupt hin? Keine Ahnung. Ach, hier. Also, ich werde noch nicht. Ach, da. Okay, also, zwei müssen wir noch finden, irgendwie. Schlafzimmer? Schlafzimmer? Vielleicht? Ja, ja, ich muss mal ganz kurz hier mal im Licht stehen bleiben. Oder Kinderzimmer? Kinderzimmer. Ja. Gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. Nope. Oh, hier vorne. Da vorne, doch. Perfekt, doch, da. Sehr gut. This was number two. Das hört sich aber nicht sehr gesund an, da. Nee, du, das kann auch nicht gesund sein, sag ich dir an der Stelle. Das ist... Nee, leider auch nicht. Scheiße. Ja, dann haben wir nur noch das Arbeitszimmer vor uns. Hier rechts rein. Mhm. Ah, nein, kommst du gar nicht rein. Nee, du kommst gar nicht rein. Kommst du nicht rein. Ja, na toll, super. Keller wäre jetzt noch eine Idee. Scheiße. Sind jetzt mal abschicken. Shit. Also was mir schon aufgefallen ist, dass der Richtungswechsel mag er nicht. Also wenn ich komplett umdrehst und versuchst in die andere Richtung zu sprinten, das findet er nicht toll. Ja. Oh, hier. Das ist widerlich, ey. Also die Sounds. Disgusting. Ja, ich sehe disgusting. So, warum soll man denn jetzt bitte in das Zimmer von dem Bruder? Ja, wer weiß, was da drin passiert ist. Wo. Das sieht aber ja. Oh, nee, nicht schon wieder dieser Stuhl. Na, was soll man denn auch machen? Wir können doch nicht alle machen. Jetzt landen wir doch wieder im Krankenhaus, oder was? Das war doch letztes Mal auch schon so der Fall. Auch in den Stuhl reingegangen und schwupp, waren wir wieder im Krankenhaus. Schiebt immer so einen richtig kaputten Scheißfilm, der Typ. Hey, Leute. So fühlt mich immer beim Zahnarzt. Das ist doch bei mir in der Zahnarztpraktikum wiederum. Und schon wieder ist unser Bett voll geschissen bis unter Dach. Und wir sind zurück im Krankenhaus. Na, toll. Warum zur Hölle wachen wir denn immer? Also diese Breaks verstehe ich immer nicht so richtig.
Alter, das ist aber mal ein gepflegter Durchfall. Respekt. Das hat sich gerade angehört wie, ey, Props, Alter. Das krieg ich doch nicht hin, du. Lass mal. Respekt. So, was haben wir denn als nächstes? Ah, hier ist alles verrieselt und verrammelt und hier vorne sieht es komisch aus. Was ist denn das? Da zeigt jemand nach. Ach du Kacke, ey. Nein! 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 Die geschlossene ist offen! Also nein, geschlossen und offen, bitte gesagt. Nicht, nein! Nein! Nur nicht mehr Stück nicht! Oh, schöner Transitgang. Toll. Da vorne wird, hinter der Tür wird es bestimmt total schau werden. Benny, kann ich nicht irgendwie dir jetzt 5 Mark geben? und ich muss das nicht mehr machen. 5 Mark sind leider zu wenig. Scheiße. Hey, eine psychiatrische jetzt. Nee. Fuck. Ja, leider wissen wir auch nicht, was unser Auftrag hier ist. Boah! Boah! Boah. Was? Was? Wie? Wo? Oh. Was ist denn los? Wo sind sie denn? Also ich würde jetzt sagen, da wo rot leuchtet, da müssen wir hin. In Room 4 oder so. Ach nee, das ist Exit. He's totally lost it! Leave me alone! You inject him with a tranquilizer! You're not supposed to be here! You're all part Someone bind him up! Get his doctor right away! Let me out of here! Okay. Alles klar. Verschlossen, es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Na toll, das ist ja super. Fahrstuhl. Es gibt keinen Strom. Natürlich nicht, die Lampe leuchtet, aber es gibt keinen Strom. Das wäre ja auch zu schön. Erst gammeln sie alle rum im Fahrstuhl, verstehst du? Und jetzt gibt es keinen Strom. Das ist... bin dagegen. Starre jetzt hier bloß aus dem Fenster. Ist mir egal. Völlig... Und hier kann ich drin war? Nee, die ist verschlossen. Ich höre doch ihn reden. Oh Gott, und hier ist dann die richtig üble Klapse dahinter, oder was? Oh Gott. Ich weiß nicht, hier oben stand noch der ein Schild dran. High-Risk Patients. Na, die lassen okay. Wir mal da drin. Ja? Oh nee, ey, wo du überall rein könntest oder müsstest, wahrscheinlich. Das nimmt doch kein gutes Ende. Oh Mann, ey. Echt. Die können wir öffnen, die nicht. Und die ist locked. Der sah jetzt aber gerade aus, dass wo wir jetzt drinnen sind, wie als ob du Zellen öffnen könntest. Ach du Scheiße. Und eine Echt Zelle jetzt? Blinkt. Die 5. Oh nee. Oh toll. Ja. Also, denke doch mal in Raum Nummer 5, ja? Da haben sie den noch zusammengeheftet. Ah ja, das war ja die Cutscene. Observator. Okay. Was ist das hier noch? Ein Kissen? Ein schön vollgeblutetes Kissen. So, hier in der Mitte war noch der Observator, oder? Hier und... Nee, hier doch. Und ich höre doch einen labern. Mhm. Hello. Oh, wer baut denn so eine enge Scheiße hier, Junge? Oh ja, hier Pferd. You have assaulted multiple employees and threatened security guards with a knife. Messer, wie kommt der an Messer? Such behavior is leaving us questioning your mental stability and health. We are left with no choice but to isolate you from the patients and employees in the psychiatric ward.
Treatments are in measure. No treatments! You are the reason why. Alter, sedieren. Sofort sedieren. Muss man aber auch sagen, dass er, obwohl er eingesperrt ist, ein Messer und Strom abgeschaltet hat bis zum kompletten Shutdown der ganzen Station? Respekt. Ja, Respekt, aber wen hört ihr kichern? Warte, hört jemanden kichern? Ich zum Glück gerade nicht. Jetzt höre ich auch jemanden kichern. Das ist doch Eddie Glasky. Klick, 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 klick. Klack, 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 klack. Kann ich jetzt hier noch irgendwie? Ich glaube, ich würde keine weiteren Zellen aufmachen wollen. Nee, das hat doch nichts mit Wollen zu tun, Ben. Ja, aber was nun? Na, jetzt kann man höchstens gucken, ob der hoch ist. Wer hat hier so eine Sauerei gemacht? Oh nein. Oh Gott. Da wollte jemand auch ans Fenster, so wie vorhin. Oh, und er ist gleich in die Dusche gegangen. Das ist aber löblich. Ja. Ich geh jetzt hier hoch mal hin und gucke. Hallo? Hallo, Sir. Kommen Sie bitte raus. Kommen Sie bitte mit bedeckten Genitalien aus der Dusche raus. So Leute, mich würde jetzt mal kurz an dieser Stelle bitte interessieren. Welche Irrenanstalt findet ihr krasser? Findet ihr jetzt gerade hier die psychiatrische Anstalt in Visage krasser? Oder findet ihr die psychiatrische Anstalt Beacon Island, Beacon Hill, ich weiß jetzt gerade ja nicht wie dies, in Outlast krasser? Würde mich mal interessieren. Haut in die Kommentare. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also... Wie geht? Oh, kann man da nicht mal spülen? Alter, mit dem Haufen? Was? Was will nein, tut. Bitte nicht. Bitte. Nein, nein. Geht er jetzt mit dem Gesicht da rein? Nein, nein, nein. Nein, das ist auf so viel Art und Weise falsch. Was ist das? Toiletten tauchen. Wir haben Schalter für Schalterkasten. Schaltkasten. Aha. Okay, und er ist weiter in den Hochsicherheitstakt. 100%. Nein, und die Tür ist offen, Alter. Die Scheißtür ist offen. Oh Gott, Benny. Oh Gott. Oh Gott, und hier ist auch offen. Okay. So, komm, Benni, bau mich mal hier ein bisschen auf irgendwie. Ich brauch mal jetzt hier ein bisschen moralische Unterstützung gerade von dir. Also, muss man ganz klar sagen, du spielst das Game krass runter. Obwohl, Alter, obwohl die Atmosphäre gerade sehr erdrückend ist. Gebe ich ganz ehrlich zu. Muss auch sagen, ist, wo ich Outlast alleine gespielt habe, war gerade DLC, war heftig. Aber gerade geht mir der Stift. Ich weiß, es baut dich kein Millimeter auf, aber ich kann nur sagen, du machst das richtig gut. Richtig, richtig gut machst du das hier. Das ist so eine Falle, Alter. Das ist eine Falle. Sehr danach aus. Aber was willst du machen? Du kannst ja. Also gut, du kannst ja jetzt nichts machen. Was soll denn? Das war jetzt nicht hier olle Hinkebach. Sind wir jetzt. Tot? Sediert? Was ist gerade passiert?